So, ich würde sagen, wir legen mal los. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie jetzt noch so kurz vor Weihnachten zu unserem Vortrag gekommen sind. Der Rest der Zuschauerschaft ist wahrscheinlich auf dem Weihnachtsmarkt oder am Einkaufen der Weihnachtsgeschenke. Gut, in jedem Fall, heute geht es um die Digitalisierung aus dem Blickwinkel der Soziologie. Ob sie zu einer neuen Vergemeinschaftung oder einer Erosion des gemeinschaftlichen Zusammenlebens führt. Von digital organisierten Gemeinschaftsaktivitäten ist in den Medien in letzter Zeit viel die Rede. Allerdings gibt es nur wenige Beispiele dafür, wie gemeinschaftliches Engagement durch das Internet und spezielle Plattformen konkret genutzt wird. Einzelne Projekte versuchen, die Potenziale verschiedener Formen sozialen Engagements zu aktivieren und sind dabei auch mehr oder weniger erfolgreich. Im Vortrag geht es um das freiwillige soziale Engagement, das auch unabhängig von der Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten einen Strukturwandel vollzogen hat. Und wir sind froh, dass heute Abend der Soziologe Rolf G. Heinze zu Gast ist und uns aus seiner Perspektive einen Blick auf die Digitalisierung zeigt. Professor Dr. Rolf G. Heinze leitet den Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie, Arbeit und Wirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum und ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung an der Ruhr-Uni Bochum. Gut, nach dem Vortrag gibt es wie immer Raum für Diskussionen und Fragen und danach dann im Foyer ein kleines Catering, wo wir die Gespräche weiterführen können. Gut, damit übergebe ich das Wort an Rolf G. Heinze. Vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich kann gleich vorweg sagen, Sie können mich auch gern zwischendurch fragen. Also von daher ist es ja manchmal wirklich so, wenn man dreiviertel Stunde redet, ich werde versuchen, so ungefähr 30, 40 Minuten zu reden. Manchmal hat man die Fragen schon wieder vergessen. Also wenn es Ihnen wirklich dringlich erscheint, fragen Sie mich ruhig. Ich habe da kein Problem mit und kann dann auch die Folien wiederum fortsetzen. Ja, Sie haben gesagt, über Digitalisierung wird in Deutschland in den letzten Jahren zunehmend geforscht. Allerdings muss man sagen, es gibt keine großen empirischen Projekte bislang, dass man sagen könnte, wir haben einen gesicherten empirischen sozusagen Fundus. Von daher will ich mich beziehen auf zwei Projekte, die wir zurzeit durchführen, und ein paar allgemeinere Bemerkungen machen, auch gerade am Anfang, wie ich Digitalisierung einschätze, wie man das aus soziologischer Sicht sozusagen einschätzen kann. Wobei man dazu sagen muss, wenn man soziologische Schriften zur Digitalisierung anschaut, dann ist es meistens so, dass eher die Digitalisierung sehr, sehr kritisch gesehen wird, sozusagen als Bedrohung der Identität oder als Problem von Big Data, die nicht zu kontrollieren wären. Ich selbst neige dazu, durchaus diese Probleme zu sehen, aber ein Stück weit auch diese Perspektive der Gestaltung reinzubringen. Also von daher das sozusagen schon als Einführung. Ich finde es richtig, die Probleme zu problematisieren, auch die neuen Risiken zu problematisieren, die gerade eben global durch das Internet auch entstanden sind. Aber ich glaube, es ist unsere Pflicht, auch als Sozialwissenschaftler, ein Stück weit dann auch darüber nachzudenken, wie kann ich da gewisse Ordnungssysteme wieder reinbekommen oder Regulierungssysteme, damit man nicht so eine Schwarz-Weiß-Debatte hat. Das finde ich ganz wichtig und von daher ist dieser Gestaltungsaspekt in meinen Arbeiten immer wichtig. Damit komme ich auch schon zu dem ersten Punkt, der Diskurs zur Digitalisierung. Und man kann sagen, dass selten ein Thema die Öffentlichkeit so gespalten hat wie das Thema der Digitalisierung. Es gab natürlich Themen wie Globalisierung. Wir haben auch andere Themen gehabt, wie Krise des Kapitalismus, Legitimationsprobleme. Nur jetzt so aus soziologischer Sicht gab es sehr viele Themen. Aber ich muss sagen, in der Öffentlichkeit selbst hat es selten ein Thema geschafft, so stark sozusagen in den Medien zu sein und so stark auch die einzelnen Individuen zu berühren. Das liegt eben daran, dass die Menschen eben nicht nur sich mit den digitalen Medien beschäftigen oder, ich komme gleich noch drauf, in digitalen Netzwerken kommunizieren, sondern man kann sagen, dass diese technischen Innovationen eben nicht nur zur Kommunikation genutzt werden, sondern in Richtung auch der, wie wir es nennen, Individualisierung gehen. Das heißt, wir haben so etwas wie eine Quantifizierung des Sozialen. Es gibt ein sehr schönes Buch von einem Kollegen von mir, Steffen Bau aus Berlin, der sich genau das metrische Wir heißt es, vor kurzem erschienen, nee, ist schon 2017 erschienen.
Aber da geht es genau um diese Quantifizierung des Sozialen. Und es wird auch umschrieben mit der Selbstvermessung des Körpers. Das sind Punkte, die gerade im Bereich E-Health, also Fragen auch von digitaler Gesundheit, Digital Health, E-Health thematisiert werden. Also ich habe nicht nur den Punkt Kommunikation, das ist die eine Schiene, Facebook, WhatsApp, was Sie alle kennen, sondern es besteht die Möglichkeit, sozusagen stärker Vitaldaten des Körpers ständig zu erfassen, die weiterzugeben, Rückmeldung zu bekommen, was man eben als Selbstvermessung oder Self-Logging, das sind ja alle die Begriffe, das sind ja so alles so amerikanisierte Begriffe, die wir da übernommen haben. Ich glaube, diese Mischung, dass wir nicht nur über Kommunikation reden, sondern eben, dass wir diese neuen technologischen Spielzeuge haben, das fängt an mit den einfachen Schrittmessern sozusagen, wo ich meine Fitness messen kann. Das kann man aber eben verlängern. Durchaus übrigens auch, um das da schon mal anzudeuten, in einem vernünftigen Sinne, etwa wenn Leute Herzprobleme haben, vielleicht eine Herzoperation hatten. Ich kann mich sozusagen heutzutage überwachen lassen in einem Maße, was vor 30, 40 Jahren undenkbar war. Das heißt, Leute, gerade Risikopatienten, können auch diese neuen Technologien nutzen, um mehr Sicherheit im Alltag zu bekommen. Interessanterweise wird das gerade in Deutschland oft nicht so stark in den Vordergrund gerückt. Erst in den letzten Jahren gibt es dazu eine Debatte. Eigentlich läuft der Diskurs zur Digitalisierung in Deutschland nach einem, wie ich finde, relativ traditionellen Muster. Das ist anders als in skandinavischen Ländern. Ich selbst war vor einigen Jahren auf einer Tagung in Tallinn, in Estland. Da hat man damals schon sehr, sehr direkt auch darauf hingewiesen, wie stark auch in diesen Ländern geschaut wird, wie ich digitale Technologien nutzen kann, zum Beispiel um die Lebenssituation älterer Menschen, die auf Inseln einsam leben, zu verbessern. Ein Gesichtspunkt, der in Deutschland kaum vor 3, 4 Jahren diskutiert wurde, wo man eher immer nur gewarnt hat, welche Probleme damit verbunden werden. Vielleicht auch der Ausspähung sozusagen individueller Daten, wie man dort diesen Aspekt auch gesehen hat, aber nicht so stark in den Vordergrund gerückt hat. In Deutschland neigen wir oft dazu, auch in anderen Bereichen, auch Dinge laufen zu lassen und dann zu dramatisieren. Ich will nicht auf die Flüchtlingsthematik kommen, weil das auch ablenken würde, aber wir haben viele Bereiche, wo wir in Deutschland Sachen laufen lassen, dann tendenziell in Panik geraten und dann schnell was verändern wollen. Und dann merken wir aber, es ist gar nicht so schnell zu verändern und wir können jetzt derzeit beobachten, dass wir genau in diesem Spannungsverhältnis stehen. Auf der einen Seite gibt es in allen Broschüren, wenn Sie sich die Zeitungen durchgucken, wenn Sie mit der Deutschen Bahn fahren, dann haben Sie irgendwelche Broschüren zur künstlichen Intelligenz und in allen Medien sozusagen wird darüber berichtet, was für Möglichkeiten bestehen. Ich habe es ja eben auch angedeutet, teilweise überzogene Hoffnungen auch in Bezug auf Krebstherapien in Richtung Prävention. Auf der anderen Seite, und das ist dann sehr stark auch von Soziologen geprägt, haben wir diese Debatte Big Data und die Gefahren werden sehr hart beschwört. Also ein Kollege von mir, mit dem ich früher auch zusammengearbeitet habe, Wolfgang Streeck vom Max-Planck-Institut, der ehemalige Direktor aus Köln, warnt seit Jahren in verschiedenen Beiträgen vor Big Data und den Gefahren, die damit verbunden sind. Auch für die Demokratie ist heute nicht unbedingt mein Thema, aber ich sehe auch, dass gewisse auch durchaus populistische Bewegungen, auch rechtspopulistische Bewegungen sehr stark auch über das Internet laufen. Das darf aber nicht heißen aus meiner Sicht, dass man daraus ableitet, Internet sozusagen schuld daran, dass wir die rechtspopulistischen Bewegungen haben. Aber oft werden solche Zusammenhänge leicht hergestellt. Ich glaube allerdings, dass manche Hoffnungen etwa auf Industrie 4.0 zu euphorisch sind. Gerade im Ruhrgebiet, Sie wissen, eine Region, die einen starken Strukturwandel hinter sich hat, noch auch teilweise im Strukturwandel sich befindet, da gibt es dann Hoffnung, dass man sagt, ja, durch das Internet, durch die künstliche Intelligenz besteht sogar die Möglichkeit, dass Industrien wieder zurückkommen. Da wäre ich vorsichtiger. Gerade hier und gerade auch mit dem Blick, ich weiß nicht, wer von Ihnen Sozialarbeit studiert, sollte man eher auch kritisch sein gegenüber Debatten, die sich nur auf Industrie 4.0 beziehen. Ich glaube, Industrie 4.0 ist ein Bereich, der wichtig ist, aber wir dürfen das nicht dramatisieren. Wir werden Teile der Produktion nicht mehr zurückbekommen nach Deutschland, auch wenn wir top sind im Bereich künstliche Intelligenz. Wenn Sie Städte angucken wie Bochum oder auch Dortmund, Dortmund wird nicht wieder zum Stahlstandort werden oder wird nie wieder zum Maschinenbauproduzentenstandort werden. Das ist Unsinn, wenn man so etwas behauptet. Man sollte stärker auch reingucken, etwa in den Bereich auch dann der sozialen Dienste, was passiert dort.
Wir sollten auch da überlegen, auch gerade, ich weiß nicht, ich sagte es ja eben schon, wer das studiert, wie werden wir soziale Dienste in 10 Jahren anbieten? Betrifft auch mich, ich bin dann in 10 Jahren auf jeden Fall nicht mehr in der Uni, aber auch unsere Form sozusagen, wie wir Lehrveranstaltungen anbieten, werden wir radikal verändern in den nächsten Jahren. Und also Sie sehen, alle Bereiche sind betroffen und wir sollten uns nicht auf einzelne zu stark beziehen. Ja, ich habe dann Becker zitiert, 2018. Dirk Becker ist ein, wer sich ein bisschen Soziologie auskennt. Ich habe auch in Bielefeld studiert, von daher kenne ich schon von damals. Er war ein überzeugter Luhmannianer, also Systemtheoretiker, hat ein neues Buch geschrieben, wurde sehr gelobt, auch in verschiedenen Rezensionen, als das erste Buch zur Theorie der Digitalisierung. Wenn man sich dann anschaut, ist man ein bisschen enttäuscht, weil es oft ältere Aufsätze sind, die überarbeitet sind. Aber schauen Sie sich's an, wer Interesse daran hat, weil Dirk Becker, und das finde ich gut an dem Buch, stellt das Thema Digitalisierung in einen größeren historischen Zusammenhang. Das Buch heißt 4.0. Also Dirk Becker, Merve Verlag in Berlin erschienen. Er stellt das in einem größeren, auch eben historischen Zusammenhang und sagt, wir hatten immer wieder diese Stufen innerhalb der Menschheitsgeschichte. Und als Schrift sozusagen aufkam, oder man kann es auch übersetzen, als zum Beispiel Maschinisierung einsetzte, gab es so etwas in Luhmanns Worten jetzt wie Irritation. Gesellschaften wussten nicht genau, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln. Er sagt, mit jedem Medium tritt eben ein Problem der Möglichkeit Verknüpfung von Kommunikation auf, das die vorherige Epoche nicht hatte. Gleichzeitig, obwohl er sehr sozialphilosophisch, systemtheoretisch argumentiert, sagt er aber auch, es geht jetzt darum, auch neue Steuerungsleistungen auch zu fordern, auch Steuerungsleistungen umzusetzen, um diese Prozesse in Anführungszeichen in den Griff zu bekommen. Sehr zu empfehlen, dieses Buch, auch wenn es teilweise ein bisschen sehr verspielt geschrieben ist und teilweise, Sie kennen das, wer sich ein bisschen mit Luhmann beschäftigt, manchmal fragt man sich das auch, dann kann der Mann nicht einfacher schreiben, ne? Und das gilt für seine Schüler meistens auch. Also manchmal hat man das Gefühl, sie wollen beweisen, dass sie Soziologen sind. Dazu gehört dann möglichst sich so auszudrücken, dass man jeden Satz zweimal lesen muss, ne? Wenn man die Jungs kennt, ist das nicht so dramatisch, aber lassen Sie sich nicht von abhalten. Ja, Digitalisierung der Kommunikation, ich habe es eben schon angesprochen, damit beziehe ich mich auch schon auf ein Projekt, das wir zurzeit für die Bross-Stiftung abschließen. Da geht es um das soziale Engagement im Ruhrgebiet und wir haben einfach uns mal angeschaut, welche Rolle spielt beim sozialen Engagement, insbesondere beim Engagement für Flüchtlinge. Das Projekt haben wir 2015 begonnen. Und da haben wir festgestellt, dass eben digitale Netzwerke, Facebook, WhatsApp und so weiter, nicht nur in der normalen Kommunikation eine große Bedeutung haben, sondern dass die durchaus auch genutzt werden im Feld eben der sozialen Organisationen, das heißt bei Wohlfahrtsverbänden, bei Kirchen, und dass gleichzeitig eben nicht nur bei diesen Organisationen auch schon heutzutage, ich würde sagen, eine Feuerwehr, auch hier im ländlichen Raum in Münster, wird wahrscheinlich auch schon über Facebook ihre jungen Leute einsammeln. Und das breitet sich ja in alle möglichen Bereiche aus. Was für uns interessant war, war, dass sich gerade bei diesem Engagement nicht nur zeigte, dass man am Anfang sich darüber zusammenfand und dass man dann ein Stück weit sozusagen eine neue Gruppe aufgebaut hat, die dann, so war ja die Argumentation vieler Kirchenleute, auch vieler Vertreter der Wohlfahrtsverbände, dass sie dann zu den Wohlfahrtsverbänden kommen, zu Caritas, zur Diakonie, zum Deutschen Paritätischen oder zur Arbeiterwohlfahrt. Sondern was wir festgestellt haben, war durchaus, dass es neue Community gab, die eigentlich von sich aus argumentieren, so in dem Sinne, wir brauchen gar nicht mehr diese Überorganisationen, sondern wir können uns selbst miteinander verbinden. Querverbindungen, wenn wir jetzt über die Gelbwesten reden würden in Frankreich, sind, glaube ich, durchaus angebracht. Aber das, was in Frankreich sich zeigt, zeigt sich in ganz anderer Form. Frankreich hat eine ganz andere Kultur, ich will das nicht vergleichen direkt. Aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass durch diese neuen digitalen Netzwerke neue Formen der Selbstorganisation an Bedeutung gewonnen haben und dass diese neuen Formen auch nicht unbedingt dann wieder abgelöst werden. Das heißt, die Leute gehen dann nicht wieder in andere Organisationen. Das trifft sehr, sehr hart die politischen Organisationen. Wenn Sie sprechen mit Leuten aus den politischen Parteien, dann muss man sagen, einerseits, interessant, ich war gestern gerade in Berlin, sprach mit einigen Leuten aus dem Bundestag, die mir sagten, die Partei übrigens in Berlin, die am stärksten das Internet nutzt, was würden Sie schätzen? Die AfD. Die AfD nutzt es
in einer außerordentlich professionellen Weise, wurde mir berichtet. Aber auch die AfD dürfte Probleme in anderen Bereichen dann haben. Also sie haben das ja nicht durchgängig. Also sie nutzen es in den Parlamenten sehr, sehr gut. Gleichzeitig haben die großen Parteien, das ist dann schon wieder die Frage, die großen Parteien, ist die SPD noch eine große Partei? Da sind wir schon bei dem Thema. Ist das noch eine Volkspartei überhaupt? Die CDU hat es ja zurzeit geschafft, auch vielleicht durch eine medial gut inszenierte sozusagen Kandidatenauswahl, auch vielleicht ein bisschen stärker in der Öffentlichkeit wieder da zu sein. Wichtig aber, die großen Parteien leiden enorm darunter, dass diese klassischen Formen der Organisation von Interessen und dass junge Leute kommen, sich dann engagieren, dass die kaum noch greifen. Was wir eher feststellen ist, dass, und das war auch schon zum Teil vor auch der breiten Nutzung des Internets und vor den digitalen Netzwerken, dass sich Leute weitaus stärker situativ für gewisse Jahre zusammengetan haben. Also früher war es so, wer sich ehrenamtlich engagierte, der ging zum Beispiel zur Arbeiterwohlfahrt. Und wer mit 30 Jahren bei der Arbeiterwohlfahrt war, war meistens auch mit 70 noch dabei. Deshalb kriegten die ja früher auch die ganzen Nadeln, die verteilt wurden. Da war man stolz, dass man irgendwie 50 Jahre dabei war. Heute haben alle Wohlfahrtsverbände, aber auch Sportvereine, Riesenprobleme damit. Das situative Engagement ist gewachsen. Und das ist jetzt natürlich noch stärker gewachsen durch solche Möglichkeiten, durch digitale Netzwerke. Das ist zum Teil sogar professionell betrieben. Ich sprach mit jungen Leuten, in dem Fall auch in Berlin, da sitzen ja die meisten Start-ups, die aus der Ecke kommen, dass die zum Beispiel sich zusammentun und zum Beispiel Fußballgruppen bilden, wenn Leute in eine Stadt neu kommen. Sie haben das vielleicht auch in anderen Kontext ja mal schon hier auch gehört von nebenan.de. Ich hörte ja, Sebastian Kurtenbach hat ja auch schon mal hier vorgetragen. Nebenan.de ist ja so eines dieser neuen Netzwerke. Und auch, man kann sich kleine Nebenan.de ist ja auch vorstellen. Die organisieren einfach spontan in einer Stadt, sag ich mal, wie Münster. Leute wollen Fußball spielen, aber die haben keinen Bock, in den Verein zu gehen, sondern es wird auf eine andere Form organisiert. All diese Punkte sind in den letzten Jahren neu hinzugekommen. Und wir haben so etwas wie eine Pluralisierung von Organisationsformen. Und wohlgemerkt, am Anfang wurde dann auch gesagt, na ja, die machen das, um die Öffentlichkeitsarbeit auch ein Stück weit darüber zu gestalten. Da muss man sagen, wir haben die Leute danach nochmal interviewt, nach 2 Jahren interviewt. Und wir haben bei vielen festgestellt, dass die auch nach 2 Jahren ein relativ stabiles Netz im Bereich von WhatsApp oder ganz gleich Facebook, wie sie es betreiben, oder von mir ist auch nebenan.de. Das heißt, ich habe neue, relativ autonome Organisationsformen. Und das geht dann so weit, und das ist dann auch nicht uninteressant, ich sag mal auch für ein sozialwissenschaftliches Studium oder auch Bereich der Sozialarbeit. Wenn Sie mit der Sozialdezernentin zum Beispiel von Dortmund sprechen, dann sagt die Ihnen auch, na ja, wenn ich mich genau sozusagen informieren will über Situationen von Flüchtlingen und Flüchtlingsengagement, da spreche ich nicht nur die AWO an wie früher und die Diakonie und Caritas, sondern die hat in dem Fall sich eine Aktivistin sozusagen aus dem Internet, die die ersten WhatsApp-Gruppen gegründet haben, auch in die Stadtverwaltung geholt. Sie sehen daran, das ist nicht mehr nur abstrakt, das ist nicht nur fern, sondern das sozusagen hat sich sozusagen eingefressen in die Routinen der Verwaltung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und wichtig ist eben dabei, dass wir nicht nur Organisation und Kommunikation haben, sondern ich habe eben einen Austausch auch mit der Zielgruppe. Ich kann sehr viel genauer und auch natürlich, das ist ja der Vorteil von den digitalen Netzwerken, ich kann mich ständig informieren sozusagen über den Zustand. Ich kann sehr schnell auch Hilfe sozusagen und Hilfestellungen geben. Das ist durchaus eine neue Situation. Ich glaube, dass diese Digitalisierungswelle weiterlaufen wird. Wir haben bewiesen, dass das, und das zeigen nicht nur unsere Studien, dass die digitale Sphäre an Bedeutung gewonnen hat. Ich glaube, alle Großorganisationen werden sich mit dieser Frage beschäftigen müssen. Das erleben sie übrigens auch. Deshalb kann ich allen jungen Leuten nur raten, die auch vielleicht beruflich in dem Bereich was machen wollen. Sprechen Sie Großorganisationen an, die brauchen die digitalen Rekrutierungsstrategien. Ohne digitale Rekrutierungsstrategien erreiche ich viele Leute gar nicht mehr. Nur ein kleines Beispiel für die Älteren. Ich bin seit, ich weiß nicht, ich hätte gesagt 300 Jahren im ADAC. Also auf jeden Fall schon sehr lange. Irgendwann ist man mal reingeraten, weil man irgendwann ein altes Auto hatte als Student, Panne hatte und dann wurde man Mitglied. Und man ist ja irgendwie faul, dann wieder rauszugehen. Und dann ist man die ganze Zeit da drin. Demnächst wird es die ADAC-Motorwelt nicht mehr geben. Übrigens eine Zeitung mit einer der höchsten Auflagen in Deutschland. Muss man sich klar machen. Nicht Bild-Zeitung oder so etwas. Wenn ich das nur so am Rande sagen darf, eine andere große Zeitschrift, die auch eine große Bedeutung hat, über die auch die meisten jungen Leute kennen die gar nicht, die Älteren, vielleicht liegt immer Apotheke rum, Apothekenrundschau.
eine Zeitschrift, die Bravo des alten Menschen sozusagen. Ne? Also das sind Zeitschriften, aber jetzt ist es interessant. ADAC Motorwelt wird demnächst nur noch an Tankstellen auslegen und die werden das digital machen. Das heißt, und das können Sie generell beobachten, wenn Sie mit Medienmanagern reden, dann sind die, ich kenne ja auch Leute, weil ich auch schon ein bisschen älter bin, schon manchmal so auch 10, 20 Jahre, diese Medienmanager habe ich noch nie so unsicher erlebt wie heute. Weil die genau wissen, dass ihre ganzen alten Zeitschriften wahrscheinlich Riesenprobleme bekommen werden. Einerseits waren sie irritiert, wie ich das hier auch in Münster sagen darf, nicht weit von Ihnen hier ist ja die Redaktion der Zeitschrift Landlust. Landlust eben auch wieder, war ich auf dem Bahnhof, ich gucke immer, wenn ich auf dem Bahnhof bin, mir auch so die ganzen Zeitschriften und Zeitungen an. Landlust ist ja interessanterweise hier vom Landwirtschaftsverlag entwickelt worden. Übrigens auch interessant, in Münster, jetzt nichts gegen Münster, aber Münster ist ja noch ein bisschen entfernt von den großen Metropolen oder Metropolen, die sich so bezeichnen, wie Hamburg als Medienmetropole, München, Berlin. Das war eine interessante Neugründung, die auch so einen Punkt getroffen hat in der Bevölkerung. Aber auch Landlust wird in Probleme geraten, wie alle Printmedien. Also vor dem Hintergrund kann man sagen, die großen Medienhäuser haben ein großes Interesse zu schauen, wo sind neue Geschäftsmodelle. Gleichzeitig haben die großen Organisationen alle ein Riesenbudget inzwischen für Digitalisierungsstrategien. Ob das die SPD ist, die CDU ist, Sie können durchgehen, Sie können sich auch DGB angucken. Bei dem DGB ist es ja auch nicht anders. Ich erlebe es ja, ich bin Vertrauensdozent der Böckler Stiftung, kommen die jungen Studenten, muss ich immer Gutachten schreiben. Ob die wichtig sind, weiß ich gar nicht, weil das ja meistens auch nach anderen Kriterien geht. Aber dann frage ich die immer, waren Sie mal in der Gewerkschaft und was läuft denn da zurzeit? Da sagen mir die meisten, ich war einmal da, aber da unterhalten sich die alten Männer über die Zeiten von früher. Und ich brauchte eigentlich gar nicht mehr hingehen. Manche werden dann trotzdem noch Gewerkschaftsmitglied. Also ich will das nur kurz thematisieren. Das sind aber nicht nur die Gewerkschaften. Das ist genauso bei den Kirchen, das ist genauso bei den Parteien. Und ich glaube, dass Digitalisierung eine Möglichkeit sein kann. Ich weiß nicht, ob man damit die Organisationskrisen in den Griff bekommt. Aber auf jeden Fall wird es in den nächsten Jahren durchaus eine Strategie sein. Und gleichzeitig werden wir aber nicht nur im Bereich Engagement, ich habe jetzt von den Verbänden gesprochen, von den Parteien gesprochen, sondern wir werden, glaube ich, in den nächsten Jahren den größten Boom im Bereich Digital oder Electronic Health, E-Health bekommen. Wenn sich die, also wie soll ich das begründen oder wie kann man das begründen? Einerseits schauen sich die großen Internetkonzerne an und deren Strategien zurzeit. Wenn Sie sich angucken, wie Google sich aufgespalten hat, in welche Bereiche Sie gegangen sind, dann sehen Sie auch, dass der Bereich Kommunikation weitgehend ausgereizt ist. Sie können das noch ein bisschen weiterentwickeln. Es wird zurzeit noch relativ viel Geld damit verdient, aber die Grenzen sind eigentlich schon erkennbar. So viel Neues kann im Bereich Kommunikation nicht mehr kommen. Ich habe ja ohnehin das Gefühl, wenn ich morgens in der U-Bahn sitze, ich glaube, Zeitung liest gar keiner mehr. Man wird ja schon komisch angeguckt, wenn man die Süddeutsche aufschlägt. 85%, wenn nicht 90% haben die Clips im Ohr. Dieser Trend wird weitergehen. Ich habe über die Medienwirkung dann gesprochen. Ich glaube aber, dass dort in dem Bereich auch Musik, wer konnte sich vorstellen, wie Spotify, dass sie eben nicht nur die normalen Schlager, sondern ein Freund von mir, der wirklich exklusive Jazzmusik hört, der jetzt auch bei Spotify ist und begeistert ist, sagte, ich konnte es mir nicht vorstellen, die neuesten Sachen aus USA innerhalb von 14 Tagen sind die auch bei Spotify. Ich will keine Reklame, kriege auch kein Geld von Spotify, nicht, dass sie denken. Aber wir können auch andere nennen, ob das Amazon dann ist oder... Ich glaube, diese Bereiche sind aber weitgehend nicht ausgereizt, aber ich glaube, die Entwicklungsbereiche liegen bei Digital Health und E-Health und das in einem breiten Sinne. Das fängt mit Prävention an, das fängt damit an, dass ich ständig Hinweise ja bekommen kann, die können mich auch verfolgen, manche sagen auch, ich will es auch nicht mehr hören, dass ich jetzt ständig gesund leben soll, wie oft ich mich bewegen soll. Das ist ja genau der Versuch, dass sozusagen sie ständig kontrolliert werden, dass dann der Austausch, was ich auch für problematisch halte, es wird ja immer, und das ist ja auch die Kritik, die auch von Leuten wie Mau kommt, ich werde immer in einen Wettbewerb gesetzt. Sie kennen das, wenn ich irgendeine Runde Fahrrad fahre, dann melden die zurück, soll diese Route auch ihren Freunden empfohlen werden? Was geht das den Freunden an? Also mir geht das auf den Geist. Aber ich meine, Sie wissen das Prinzip dahinter, man will Kontakte herstellen. Man will sozusagen das Geschäftsfeld erweitern. Das ist ganz nackter Kapitalismus, um es ganz offen zu sagen. Das hat nichts damit zu tun, den anderen einen Gefallen zu tun, sondern ich will sozusagen alles abgreifen, was möglich ist. Ich glaube aber, dass gerade im Bereich Gesundheit das auf
durchaus eine empfindsame Seele stößt, dass viele Menschen sich Gedanken um Gesundheit machen. Das merken Sie auch schon in den Medienresonanzen, wenn Sie auch da mit Leuten sprechen in den Medien oder sprechen Sie mit Leuten in den dritten Programmen, sei es WDR3, NDR3, höchsten Einschaltquoten, haben diese Gesundheitsmagazine schon seit Jahren. Und auch Zeitschriften in dem Bereich haben sich in den letzten Jahren ausgedehnt. Jetzt habe ich natürlich noch eine einfachere Möglichkeit. Ich kann eben ohne Probleme, zum Beispiel, ich hatte einen Herzinfarkt mal angenommen und Sie haben dann die Möglichkeit, wie groß sind die? Wir haben mal eine Studie dazu gemacht am Institut für angewandte Telemedizin Bad Oeynhausen. Ein bisschen größer als mein Handy. Machen Sie ein 12-Kanal-EKG in einer Qualität, die inzwischen so ist, dass man sagen kann, die ist fast genauso gut, als wenn irgendein Dorfarzt im Münsterland das EKG aufnimmt. Nichts gegen den Dorfarzt, aber Sie wissen, die Technik hat sich so weiterentwickelt. Das heißt, Sie können natürlich darüber dann jederzeit auch sich selbst steuern. Wenn Probleme auftreten, könnte man sofort den Notfall sozusagen organisieren, wie das zum Beispiel in skandinavischen Ländern üblich ist. Wäre ja auch eine Möglichkeit, gerade in ländlichen Regionen, wo wir in den nächsten Jahren und schon heute Riesenprobleme haben mit Ärzten. Da könnte ja Telemedizin genau eingreifen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann das koppeln mit Ernährungshinweisen, was auch ohne Probleme machbar ist inzwischen. Bis hin, das ist ja so die Vision, dass dann gesagt wird, okay, du bist zu dick, du musst abnehmen, du musst das und das essen. Das kann ich sofort koppeln sozusagen an Rewe oder Edeka, die dann mir die Sachen auch nach Hause liefern. Also um das nur anzudeuten, ich kann da sehr geschlossene sozusagen Systeme entwickeln, die sehr stark in Richtung Prävention, aber auch Rehabilitation gehen. Wir haben in dem Institut da in Bad Oeynhausen, ist mit einer weltweit größten Herzkliniken, auch Leute gefragt, haben sie Interesse an Telemedizin? Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich war überrascht, wie groß das Interesse ist. Das führte dazu übrigens, dass sehr viele Reha-Kliniken sich beschwert haben, sogar geklagt haben, weil die Reha-Kliniken hier irgendwo, auch bei Ihnen gibt es ja eine Umgebung oder auch im Sauerland, die werden natürlich davon bedroht, weil die Leute eben, wenn sie die Auswahl haben, sie sind operiert worden, gehen sie 3 Wochen, früher 6 Wochen in eine Reha-Klinik oder nehmen sie dieses kleine Gerät mit nach Hause und sie können das systematisch jeden Morgen oder auch sonst, wenn sie Probleme haben, überprüfen lassen, dann werden viele Leute sagen, ich nehme lieber dieses Gerät. Das heißt, E-Health ist dann direkt in der Anwendung. Ein großes Problem in Deutschland, und das ist nicht geknackt, auch nicht von den Internetkonzernen, wir haben bislang keine ordentliche Vergütung. Spahn aus dem Münsterland, wie Sie gut wissen, hat ja jetzt zum ersten Mal als Gesundheitsminister es hinbekommen, dass telemedizinische Leistungen abgerechnet werden können. Das war früher nur möglich auf privater Ebene, wenn Sie Privatpatient waren. Kassen haben das nicht anerkannt oder weitgehend nicht anerkannt. Was in anderen Ländern möglich ist, also etwa in Niederlanden, nicht weit von hier, werden 80% der Diabetiker werden telemedizinisch behandelt. Ich glaube, das ist kostengünstiger, aber das ist nur die eine Seite. Ich glaube, es ist von der Lebensqualität für den Patienten her angenehmer. Deshalb glaube ich, dass hier ein großer Bereich liegt. Das Gleiche gilt für diese Smart Homes. Da hatten wir auch eine breite Debatte in Deutschland, stand ja auch drauf, ich leite ja mit einem Institut für, im Bereich Wohnungswirtschaft. Wir haben viele Studien gemacht zu Ambient Assisted Living. Also die Möglichkeit, die Sie haben, also wenn Sie heute Abend nach Hause kommen, Sie könnten ja theoretisch die Sauna anmachen, Sie können theoretisch den Backofen anmachen, eine Gans anmachen, die Sie nachher Sauna essen. Sie können das Zimmer vorwärmen, genau mit der Überlegung, ich will noch 2 Stunden Fernsehen, da will ich 23 Grad haben und dann im Schlafzimmer 16. All das ist ja technisch gesehen möglich. Sie müssen sich klar machen, Häuser zum Beispiel vor einigen Jahren, die technologisch auszustatten, das waren relativ große Sensoren. So ein Ding, also wenn Sie ein großes Haus hatten, da liegen 20.000 bis 25.000 Euro vor 20 Jahren auf dem Tisch. Heute, was würden Sie schätzen? 200? 500? Genau, 200 oder 500 Euro. In dem Fall würde ich sagen, wenn es komplett ist mit Steuerung, Heizung und allem drum und dran, kommen wir durchaus auf 1.000 bis 2.000 Euro. Aber Sie sehen daran, das ist ein Zehntel von dem Preis und das geht immer weiter runter. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir das nutzen können im Bereich älterer Menschen. Und zwar zum Beispiel ältere Menschen, die in Gefahrensituationen sind, also etwa Leute, die leicht stürzen. Das ist ja oft so, dass damit die Karriere ja oft in negativer Hinsicht beginnt. Ältere Leute stürzen in der Wohnung, haben dann Oberschenkel-Halsbruch, kommen nicht wieder auf die Beine, müssen dann in ein Altersheim. Diese Karriere sozusagen ist ja für viele negativ, weil
nach all den Studien, die wir gemacht haben, über 90% der älteren Menschen wollen zu Hause bleiben. Auch über 80-Jährige, über 90-Jährige. Gleichzeitig haben sie natürlich so Stolperfallen in den Wohnungen überall. Das können sie natürlich zum Teil auch reduzieren. In neuen Wohnungen ist das kein Problem mehr. In alten sind die da. Aber gleichzeitig könnten Sie dann zum Beispiel, wenn eine ältere Person fällt, könnten Sie durch Sensormatten das so hinbekommen, dass sofort ein Befehl rausgeht. Vor 10 Jahren, wenn ich Vorträge einnahm, hieß es dann, ja, sowas, ich habe einen dicken Hund, wenn der fällt, dann wird auch Alarm ausgelöst. Inzwischen kann man sagen, du kannst mehrere Hunde haben, es erkennt genau deine Sensormatte, wer fällt. Und dann kann man die, dann auch die sagen, ja, wer kriegt dann die Information? Ist ja auch interessant, viele ältere Leute wollen ja nicht, dass jeder erfährt. Man will ja immer nach außen auch gesund sein, man will ja nicht unbedingt als krank gelten. Da kann man auch heutzutage sagen, ist doch gar kein Problem. Ich kann Schaltkreise entwickeln, da kommt im ersten Schritt sozusagen die Familie, im zweiten Schritt kommt die Verwandtschaft. Wenn die Verwandtschaft nicht da ist, kommt die Nachbarschaft. Wenn die Nachbarschaft nicht da ist, kommt sozusagen der nächste Dienst etwa eines Wohlfahrtsverbandes. Das heißt, ich kann das hintereinander schalten. Sie sehen es gar nicht mehr. Auch die Sensoren sehen Sie gar nicht. Sie kommen in die Wohnung rein, auch im Badezimmer. Sie sehen es kaum noch. Also von daher, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Allerdings, und das ist wieder typisch vielleicht auch ein bisschen für Deutschland, wir haben da hunderte von Millionen reingesteckt an Forschungsgeldern. Wir haben zig Modellprojekte gemacht. Nur in die Regelversorgung ist kaum etwas überführt worden. Wir sind Weltmeister darin, Modellprojekte zu machen, aber in der Umsetzung, in die Regelversorgung ist es kaum reingekommen. Jetzt sind die ersten Schritte da im Bereich Telemedizin. Ich glaube, die nächsten Schritte werden folgen. Wichtig ist, dass die Krankenkassen sich beteiligen. Die sind bisher da sehr, sehr zurückhaltend. Ein anderes Problem auch in dem Fall deutsche Ärzte. Es gibt kaum ein Land in Westeuropa, was in Bezug auf die Arztpraxen technologisch so schlecht ausgestattet sind wie die Deutschen. Deutsche Arztpraxen sind weitaus schlechter ausgestattet technologisch als holländische oder vor allen Dingen die skandinavischen Arztpraxen. Das heißt, wir haben hier manchmal auch gar nicht die Möglichkeit von Seiten auch eben der Unterstützung durch Ärzte. Wir haben zum Teil aber auch noch nicht mal die Breitbandversorgung so weit im Griff, dass zum Beispiel Leute irgendwo auf dem flachen Land dann die Möglichkeit Telemedizin nutzen. Also von daher Umsetzungsprobleme. Sie sehen hier schon, dass ich im Grunde genommen darauf hinausgehe. Einerseits muss man Sorgen haben, wir haben ja auch Stichworte genannt, eben AfD, man kann auch andere Stichworte nennen, eine Überzahl auch von neuen Daten, die auch ausgenutzt werden. Wir brauchen hier nicht an der Stelle über den Facebook-Skandal reden, das ist Ihnen alles bekannt. Aber man kann auch sagen, es gibt Leistungs- und Effizienzpotenziale, die habe ich eben erwähnt. Also von daher immer die zwei Gesichter sehen. Das eine Gesicht, was vielleicht sogar demokratieschädlich sein kann, was vielleicht eine stärkere Kontrolle der einzelnen Menschen durchaus erlaubt. Also Orwell sozusagen ist ja umgesetzt, wenn man so will. Also die Visionen, die damals skizziert wurden und an die man nicht glauben konnte, sind zum Teil möglich. Ich kann Menschen sozusagen fixieren. Ich kann sozusagen auch, indem ich die Daten sozusagen speichere. Ich will gar nicht daran denken, was ist, wenn die ganzen Gesundheitsdaten etwa von möglichen Arbeitgebern abgegriffen werden können. Diese Sorgen muss man haben, ohne Zweifel. Aber ich habe hier eben auch die Effizienzpotenziale aufgezeigt und auch die Lebensqualitätspotenziale. Wichtig ist, und deshalb ist das auch dann die Frage, die die Soziologie stark interessiert, wie koppelt sich das mit gesamtgesellschaftlicher Entwicklung? Und da haben wir in der Soziologie in den letzten Jahren eine breite Debatte um Individualisierung. Also die Gesellschaft wird individualistischer. Ich habe schon darauf hingewiesen, die großen Bindungen an Verbände, an Parteien gehen zurück. Es gibt ein interessantes Buch, auch allen zu empfehlen, auch ein bisschen verquer geschrieben von einem Kultursoziologen Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, wo er auch darauf hinweist, dass im Grunde genommen sich die Individualisierung fortsetzt, dass sich sozusagen Sonderwelten stark herausbilden. Es wird immer eine These von ihm besonders herausgegriffen, der Konflikt zwischen auf der einen Seite kosmopolitisch orientierten jungen Menschen und den eher zurückgelassenen Älteren. Das ist so eine Argumentationslinie, die können Sie auch auflegen oder drüberlegen über Entwicklung USA. Ein sehr schönes Buch von Hochschild, einer Soziologin, die versucht hat, in den Regionen mal zu leben, die stark Trump-Wähler hatten. Ne? Und die spricht da eben auch von den Leuten, die sich abgehängt fühlen. Das gleiche Phänomen haben wir in Frankreich. Das mischt sich jetzt zurzeit mit den Protesten, auch mit den Gelbwesten. Und wir erleben es auch beim Brexit. Also es gibt verschiedene Indikatoren, die darauf hinweisen, dass es eine Spaltung gibt zwischen einer kosmopolitisch orientierten Elite
und zwischen einer Schicht von Menschen, die das oft ökonomisch, ich glaube, das ist ganz wichtig, wir bringen das oft in den Zusammenhang, das sind die ökonomisch abgehängt. Die sind nicht immer abgehängt. Die sind nicht immer ökonomisch abgehängt. Die fühlen sich aber kulturell abgehängt. Sie fühlen sich einfach nicht wohl. Wenn Sie die nach Berlin Mitte setzen würden oder nach Friedrichshain, dann würden die sagen, nee, nein, das ist nicht meine Welt. Ne? Und diese Widersprüche werden oft auf diese einzelne Konfliktlinie zugespitzt. Ich neige eher dazu zu sagen, wir haben nicht sozusagen diesen neuen Klassenkonflikt zwischen den kosmopolitischen und den abgehängten, sondern da vermischen sich verschiedene Konfliktlinien. Das macht die Sache so unübersichtlich. Das zeigt das ja auch mit den Gelbwesten. Da ist keine Struktur bislang drin. Und auch in Deutschland ist es nicht so, dass man jetzt so eine klare Linie reinbringen könnte. Man kann nur sagen, einzelne Parteien sind davon stark betroffen. Aber auch das ist wiederum schwierig. Die SPD leidet ja genau zurzeit darunter, dass ein Teil der SPD eher sich an kosmopolitisch orientierte Wähler wendet. Ein anderer Teil versucht sozusagen, die Abgehängten zu organisieren mit allen Problemen. Zurzeit ist ja eher so, wenn Sie das Ruhrgebiet angucken, dort gab es früher die Arbeiterpartei SPD. Meine Sorge ist, wenn zurzeit Wahlen wären, gäbe es eine andere Arbeiterpartei im Ruhrgebiet, die mit A vorne anfängt. Das ist leider eine Entwicklung, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Da zeigt sich, dass ein Teil der Abgehängten, nehmen wir mal den Begriff, sich auch nicht mehr sammeln lässt bei den anderen großen Parteien. Allerdings gibt es da wieder ein Gegenargument. Schauen Sie sich die Grünen an, die zurzeit sehr profitieren und auf einer Welle des Erfolges liegen. Vielleicht, weil sie Spitzenfiguren haben, die auch gerade in diesem sozusagen neuen Medienzeitalter sehr geschickt auch mit den Medien spielen, sehr positiv auftreten. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist mir, dass wir schauen, wie wirkt sich Digitalisierung im Zusammenhang mit Individualisierung und einer singularisierten Gesellschaft aus. Und da wird man sagen können, dass es insgesamt zu einer Verstärkung der Vereinzelung, glaube ich, kommen wird. Ich glaube, dass immer stärker sozusagen das Ich in den Vordergrund gerückt wird und die Gefahr durchaus besteht, dass man sehr stark nur noch sozusagen in der eigenen sozialen Blase kommuniziert. Das ist ja das genau das Problem auch bei der Musik. Ich kriege immer die Unterstützung. Andere, bei Amazon auch, andere Leser haben das und das Buch gekauft. Bei der Musik ist das Gleiche. Spotify habe ich auch versucht mal auszutricksen, indem ich wirklich, man kriegt ja immer Ende der Woche dann so einen Mix der Woche. Und ich habe da extra mal alles durcheinander geworfen, was ich so, und verdammt nochmal muss ich sagen, die Algorithmen sind gut. Ne? Die bringen es wirklich dann so weit, dass die genau das treffen wiederum. Das ist ja aber das Gefährliche. Ich werde ja nicht mehr konfrontiert. Ich werde sozusagen, ich lehne mich zurück, höre die Musik, die gefällt mir wunderbar. Aber ich setze mich ja keinen neuen Impulsen mehr aus. Das ist ein Riesenproblem. Im Grunde ist das für Kunst auch ein Riesenproblem. Ich bleibe stehen irgendwo. Andererseits kann man sagen, ja toll, ich kenne einen Mitarbeiter von mir, der hat früher eine Rockband gespielt, die auch nicht so erfolgreich war. Der sagt ja, wenn ich jetzt das machen würde, würde ich das alles über YouTube machen und würde das über Internet. Also auch da wieder zwei Gesichter. Wichtig aber, es geht weiter in Richtung stärkerer Ich-Betonung und damit auch Gefahr von Vereinzelung. Bei der Umsetzung habe ich darauf hingewiesen, dass wir in Deutschland eben im Feld des Wohnens, Gesundheit viele, viele Optionen haben, aber dass es eben nicht dazu gekommen ist, dass man sagen könnte, wir haben jetzt schon eine Umsetzung in die Regelversorgung. Gleichzeitig glaube ich, dass der Einstieg der großen Internet-IT-Konzerne in diese Märkte, also Gesundheit, Smart Home, wie auch bei selbstfahrenden Autos, also das ganze Thema Mobilität, ein Riesenthema. Und Sie sehen auch an diesem Thema, wie stark Digitalisierung traditionelle Produktions- und Herrschaftsstrukturen durcheinanderwirbelt. Jetzt las ich heute Morgen zum Beispiel für innerstädtischen Verkehr, hat Bosch ein Auto entwickelt, so 4 Personen relativ einfach gebaut für den Innenstadtverkehr. Bosch ist ein Autozulieferer. Man kann auch das Gleiche sich angucken mit Elon Musk in den USA, mit Tesla. Man kann sagen, der ist verrückt. Mag ja sein. Aber interessant ist doch, dass über solche Figuren eine Dynamik in die Automobilwirtschaft gekommen ist, die unsere ganzen klassischen Automobilmanager mit ihren super, super Jahresgehältern nicht auf die Reihe bekommen haben. Und man kann darüber lächeln, aber gleichzeitig ist es doch eigentlich beschämend zu sehen, dass wir in Deutschland als die Automobilnation eben nicht diese neuen Ideen hatten. Jetzt springen wir alle drauf. Das wäre typisch, wie ich es am Anfang sagte, am Anfang dagegen.
Ich habe vor 10 Jahren, als die ersten Sachen so hochkamen, auch so mit IT und auch die ganze Internetblase, wir haben auch in Bochum auch da ein bisschen sozusagen mit rumgespielt und das diskutiert und auch ein paar Studenten haben auch da Unternehmen mitgegründet. An einem war ich auch beteiligt, was ökonomisch leider auch nicht sehr erfolgreich war, sondern habe viel Lehrgeld bezahlen müssen, aber es war auch durchaus hilfreich, um zu verstehen, warum manche Sachen nicht klappen. Nur, ich kann mich noch gut erinnern, wie sehr viele Ältere, damals Ältere, die jetzt in meinem Alter jetzt waren, gesagt haben, Herr Heinzel, dieser Quatsch da mit Internet und dieser Quatsch selbstfahrende Autos und alles, das wird doch nie kommen, ordentliche Autos. Da muss ich sagen, auch bezogen, ich weiß ja nicht, von Ihnen ist keiner wahrscheinlich Börsenmanager oder Bankmanager, wenn Sie irgendwo Mist gebaut haben mit Aktien, dann mit Aktien, die von den Leuten empfohlen wurden. Schauen Sie sich den Kurs der Aktie der Deutschen Bank an und dann legen Sie bitte mal Google oder Facebook daneben oder auch andere. Alle Aktien aus dem Bereich waren in den letzten 10 Jahren 100-mal erfolgreicher als die Aktien, die damals von den klassischen Managern uns verkauft wurden. Und auch die Volksbanken haben älteren Menschen auch Sachen verkauft, wo ich heute sagen würde, ihr müsstet euch eigentlich schämen, sowas verkauft zu haben. Ich will damit nur andeuten, die Innovationen sind in den letzten Jahrzehnten nicht von den deutschen Spitzenunternehmen gekommen, absolut nicht, sondern sie sind aus anderen Bereichen gekommen. Da hilft es auch nicht zu sagen, wir haben doch dann irgendeinen Player entwickelt und der wurde in den USA vermarktet. Die Dynamik ging von anderen Unternehmen aus, vorwiegend im Silicon Valley, heute in China. Wir haben eben kurz über Dortmund gesprochen. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren, als das Stahlwerk abgebaut wurde in Dortmund-Hörde, wo jetzt der Phoenixsee ist. Da haben doch viele Leute gesagt, gucken Sie mal an, die bekloppten Chinesen, die bauen da das Stahlwerk ab und dann werden sie da irgendwas produzieren. Ja, die bekloppten Chinesen sind jetzt aber besser als jeder Deutsche, weil die produzieren den Stahl nämlich genauso gut wie wir, nur zur Hälfte des Preises. Also wir sehen auch daran, aufpassen. Wir müssen aufpassen und wir müssen auch durchaus schauen, wo Innovationen hingehen. Ich glaube, selbstfahrende Autos wird die Zukunft gehören. Das wird noch etwas dauern. Aber wenn wir uns nicht in Deutschland auch radikal auf neue Mobilitätssysteme einstellen, weil ich will gar nicht dran denken, wenn ich nur einfach vom Bahnhof hier hinkommen will, was ich eben im Taxi erlebt habe, wie lange das dauert, brauchen wir gar nicht drüber reden. Unsere Mobilitätssysteme sind eindeutig an ihre Grenzen gekommen. Wir müssen was Neues überlegen und das geht nur auch in der Vernetzung aus, geht nur mit Internet. Aber was ich aber hinaus will, ist eigentlich, dieses Feld nicht nur den IT-Konzernen zu überlassen. Wenn wir ehrlich sind, beherrschen doch zurzeit die großen IT-Konzerne die gesamte Vermarktung. Wenn ich Spotify erwähnt habe, wenn ich Google erwähnt habe, Facebook, das waren am Anfang vielleicht durchaus noch honorige sozusagen Entrepreneurs mit einem idealistischen Motiv. Inzwischen sind das abgezockte Kapitalisten, die an der Börse sozusagen genau wissen, wie sie ihr Geld zu verdienen haben. Und es kann doch nicht unser Interesse daran liegen, dass wir diese Konzerne weiter stark machen. Ich sage das ganz offen, ich bin eindeutig für eine Steuer auf die gesamten Einkünfte von Google und anderen. Ich verstehe den deutschen Finanzminister absolut nicht, zumal es ein Sozialdemokrat ist. Er unterscheidet sich in keiner Weise von Herrn Schäuble. Warum sind wir so zurückhaltend? Die Erklärung kann ich auch gleich geben. Das ist die Angst, dass die deutsche Automobilwirtschaft getroffen wird. Man kann ja vielleicht noch hoffen, dass vielleicht dann etwas geschieht, wenn Trump die Schutzzölle höher zieht und dass wir dann vielleicht dagegen argumentieren. Ich will nur sagen, wir haben Chancen nur, wenn es uns gelingt, die großen Konzerne wirklich sehr hart in der Frage zu kontrollieren. Und gleichzeitig müssen wir kooperative Gestaltungsoffensiven, so habe ich es genannt, entwickeln. Ich glaube, wir müssen schauen, eben was ich zum Beispiel sagte, integrierte Versorgungssysteme, ich komme aber gleich noch auf ein anderes Thema. Also wir müssen Versorgung, Telemedizin so zu nutzen, dass es den Menschen hilft, dass es die Lebensqualität steigert, dass es vielleicht sogar in gewissen Bereichen kostengünstiger ist. Wir müssen auch andere Formen sozusagen der Kommunikation nutzen. Aber ich will noch, bevor ich da zu dem Punkt komme, welche Chancen sozusagen auch in Richtung Genossenschaften bestehen, ich will noch mal kurz darauf eingehen, dass die meisten der digitalen Vergemeinschaftungsformen sehen sich als Zweckverbünde. Das ist im Grunde genommen so, dass man sagen kann, ich gehe rein zum Beispiel bei nebenan.de, weil ich zum Beispiel neu in einer Stadt bin, Kommunikation suche, Kontakte suche. Das hat einen sehr konkreten Zweck. Ich kann dann wiederum beobachten, da haben wir ja Daten auch für, dass sich die Leute dann in dieser, ich nenne es mal Blase, auch in dem eigenen Netzwerk bewegen. Das kann durchaus positiv sein.
Ich habe dann meine Fußballfreunde, ich kann das sehr gut einsetzen, Kinderbetreuung, ich kann meine Hobbys da frönen, ich finde Leute, mit denen ich einkaufen kann, kochen kann und so weiter. Aber die Gefahr besteht durchaus, dass ich da sozusagen so selbstreferenzielle Prozesse anstoße. Das heißt, ich komme immer stärker in so einen Strudel rein, ich bewege mich nur noch um mich selbst, um meine eigene Musik, was ich eben angedeutet habe, und ziehe mich im Grunde in mein Kokon ein Stück weit zurück. Dieser Trend ist eindeutig zu beobachten und man muss eben wirklich sagen, es sind nicht Global Villages, wie ich es da geschrieben habe, so verkaufen die sich ja gerne, ne? Facebook als Global Village. Es sind keine Global Villages, es sind Sonderwelten. Es sind Sonderwelten, die sich sozusagen künstlich zusammensetzen. Das heißt, gewisse menschliche Kommunikationsaspekte werden zurückgedrängt, weil auch irgendwann wird nebenan.de Geld verdienen müssen. Die leben jetzt von Risikokapital. Irgendwann werden sie Geld verdienen müssen. Die Deutschen sind nicht bereit, groß Geld dafür auszugeben. Sie kennen das, in dieser Sache ist Deutschland sehr zurückhaltend. Also werden sie mit Werbemaßnahmen und anderen Dingen es machen. Und das gilt genauso für Google und für andere. Das heißt, ich habe dort Sonderwelten, ich habe Blasen. Und da wollte ich nur kurz noch darauf hinweisen, das kann dazu führen, dass ich einen tendenziellen Rückzug habe. Und das bedauern ja auch sehr viele Soziologen zu Recht. Also wenn Sie sich Habermas anschauen, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Mitte der 60er Jahre geschrieben, der darauf hinwies, dass ich Demokratie sozusagen im öffentlichen Raum legitimieren muss, dass ich weiterentwickeln muss, dass eine Transparenz da sein muss. All das wird durch die neuen digitalen Netzwerke ein Stück weit in Frage gestellt. Und das kann dazu führen, dass die Leute eher sich zurückziehen. Ich habe nur ein paar Zahlen mal rausgesucht. Bei den Freizeitaktivitäten, Freunde, Bekannte zu Hause treffen, 33% zurückgegangen. Mit Freunden, Unternehmen, 28% zurückgegangen. Mit Enkeln, Großeltern treffen, -27%, Nachbarn treffen und so weiter. Internetnutzung aber im gleichen Zeitraum von 48,4 auf 75,5. Das soll nicht heißen, dass es auch neue Möglichkeiten der Kommunikation gibt. Also etwa für ältere Menschen, die vielleicht sich jetzt nicht mehr so viel besuchen, auch weil sie auseinander wohnen. Wenn ich hier im Münsterland geboren bin, in Münster vielleicht studiert habe, bekomme einen Job in Frankfurt, es ist dann schwer, sich zu besuchen. Da habe ich neue Möglichkeiten durch Skypen, also das will ich nicht in Frage stellen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Gefahr da ist. Und da habe ich nur diese Daten genommen, dass sich Leute stärker zurückziehen. Vielleicht suchen sich dafür neue künstlich inszenierte Formen der Vergemeinschaftung. Ich glaube, für junge Leute ist das durchaus attraktiv. Das zeigen ja auch die Daten von nebenan. DE, angenommen, ich komme neu nach Frankfurt, habe einen Job bekommen, habe nicht die Zeit, weil ich bis 20 Uhr arbeiten muss, dass ich dann noch in einen Sportverein gehen kann. Ich kann dann auf anderen Wegen, durch andere Kanäle, eine neue Vergemeinschaftung schaffen. Gleichzeitig ist das aber nicht die klassische, die man kennt von Dörfern sozusagen, die man als Villages früher mit all den Punkten bezeichnet hat. Das sind dann die sozialen Auswirkungen. Und man kann sagen, Individualisierung und Digitalisierung treffen sich. Und das ist die These dahinter. Sie werden sich gegenseitig verstärken. Das wird einen Trend unterstützen, der in der Soziologie etwa von Selke, der ein Buch herausgegeben hat und auch mehrere Sachen dazu geschrieben hat, Stefan Selke zu Self-Logging. Er sagt, die Selbstoptimierung ist der Weg, der in den letzten Jahren beschritten wird von sehr vielen Menschen. Es gibt einen Trend zur individuellen Ressourcensteigerung. Man weist darauf hin, Selbstarbeit ist ja auch so. Ne? Früher ging ich in einen Plattenladen und sagte, Mensch, ich möchte irgendwas Jazziges, das und das. Da war noch ein Typ oder eine Frau, die konnten uns Tipps geben. Heute ist ja so, ich mache ja alles im Netz. Ne? Ich suche ja alles. Das ist ja wunderbar. So, ne? Man sucht sich alles selbst zusammen. Es ist Selbstarbeit. Aber man macht es auch, weil ich damit auch eine Ressourcensteigerung natürlich erreiche. Dennoch muss man das auch kritisch anmerken. Es führt nämlich zu einer, wie es dann auch kritisch heißt, Verdinglichung des Selbstverhältnisses. Sozusagen, es wird alles übertüncht sozusagen durch eine Quantifizierung des Sozialen. Ich kann jederzeit eben verfolgt werden. Ich kann auch, welche Telefonate ich mache. Ist ja nicht nur, dass die Leute rausbekommen, welche Telefonate ich mache, sondern sie merken das ja auch, wenn sie dann irgendwie zum Beispiel eine Flugreise buchen, dass in den nächsten Tagen, wenn sie ins Internet reingehen, plötzlich dann immer von der Fluggesellschaft diese Anzeigen. Also es ist ja in einer Form heutzutage verknüpft, dass man vor 20 Jahren gesagt hätte, das ist ja gar nicht denkbar. Also das ist die andere Seite. Aber eben, es gibt die andere Möglichkeit, bessere Prävention, bessere Behandlungsmöglichkeiten, Blutzucker zum Beispiel durch eine Kontaktlinse zu beobachten, ist für Diabetiker hochinteressant, wird auch in vielen Ländern gemacht. Also, Bild aus meiner Sicht bleibt ambivalent, Richtung klar, persönlich gewinnt immer mehr gesellschaftsgestaltender Kraft, Gesundheit, Wohnen oder im Engagementbereich. So, ich komme schon zu den letzten Folien. Ich glaube, wir brauchen so etwas wie Gestaltung.
Es gibt diese Nachbarschafts-Apps, da habe ich auch schon drüber gesprochen. Nebenan.de haben sie auch hier in der Veranstaltung, glaube ich, thematisiert mit rund 1 Million Nutzer. Ist ja schon interessant. Wer hätte das gedacht vor einigen Jahren, dass ein neues Unternehmen, wenn man so will, sie selbst geben sich ja als Stiftung, wenn sie mit den Leuten sprechen, sagen die ja auch, die kommen aus dem Bereich Social Entrepreneurship. Die beiden haben ja das Geld verdient, StudiVZ, die Vollmann-Brüder, haben da die Millionen gemacht und stecken jetzt einen Teil davon in Nebenan.de. Wird stark gesponsert, auch von anderen, auch Medienunternehmen. Also von daher sehen Sie, es gibt eine neue Dynamik von Nachbarschaftsplattformen. In Deutschland hat sich eben eine durchgesetzt. Das ist auch ganz interessant. Das macht die Sache auch so schwierig für solche Unternehmen. Ganz gleich, ob das jetzt sozial organisierte Gemeinschaften sind. Es setzt sich nur einer immer durch. Es wird nicht in Deutschland 3 Nachbarschaftsplattformen geben. Der alte ABBA-Song, The Winner Takes It All. Das ist das Prinzip. Nicht mehr 4, 5 nebeneinander. The winner takes it all. Du musst gewinnen. Und das wissen die Jungs sehr genau. Du musst gewinnen. Das ist genauso bei Spotify. Und das Verrückte ist ja auch, ich warne ja auch davor, ich mache ja auch Wirtschaftssoziologie. Die Stabilität, die wir haben, und das ist ja so ein Thema immer im Ruhrgebiet, wenn ich auch mit Studenten rede, man kannte gerade im Ruhrgebiet eine hohe Stabilität. Hösch-Unternehmen, ThyssenKrupp, über Jahrzehnte stabil. Sie sehen, wie diese Modelle auseinanderbrechen. Und jetzt war die Hoffnung natürlich bei vielen, jetzt kommen andere. Google, Facebook, ganz gleich, wie wir jetzt nennen. Und da stellen wir fest, ist auch traurig sozusagen für Leute, die feste Sicherheiten brauchen. Diese Stabilität wird nie wieder zurückkehren. Wir haben es aber in Bochum auch schon erlebt am Beispiel Nokia. Wir hatten gute Kontakte bei uns zum Lehrstuhl, weil ich viel mit den Personalplanungsleuten da gemacht habe. Ich hätte nie gedacht, dass Nokia plötzlich von Bochum abhaut, innerhalb kurzer Frist. Ich war selbst in Helsinki, habe mir die Forschungsabteilung da angeguckt, war sehr beeindruckt, hätte auch gesagt, das ist ein Unternehmen, top, und die sind hervorragend aufgestellt. Die haben nur einmal vergessen, ich sage das ein bisschen locker, er ist ja Informatiker und Sie auch, Sie kennen sich da viel besser aus, aber Sie haben das Wischen vergessen, sozusagen bei Ihren Handys, also eine eigentlich triviale Geschichte, und sind dadurch brutal bestraft worden. Und das Gleiche gilt ja für andere auch. Und ich meine, die Guten wissen das. Ob in 2 Jahren Amazon noch da ist, das wissen wir alle nicht. Und das ist das Neue. Es gibt keine Stabilitäten in dieser Internetökonomie. The winner takes it all kann heißen, dass irgendwelche Chinesen, ich war vor kurzem in der Türkei sehen Sie zum Beispiel Amazon gar nicht. Dafür chinesische Anbieter, Alibaba. Alibaba hat am Anfang, korrigieren Sie mich, nichts anderes gemacht, als Sachen zu klauen und die auf sozusagen zusammenzubauen. Hardware kann ich billig herstellen in China. Inzwischen sind die aber so weit, dass sie mithalten können. Das gilt für die anderen auch, wenn sich in China die Sachen angucken. Schauen Sie sich an bei den Autos. Tesla ist in den USA, andere Firma in Deutschland, auch inzwischen in München vertreten. NIO ist eine chinesische Firma, die selbstfahrende Autos macht. Die übrigens ganz offen auch diskutieren und sagen, wir wollen gar nicht Geld an den Autos verdienen, sondern nur an den Services. Also ich will nur sagen, die neue Geschäftsmodelle jetzt schon realisiert haben. Also, von daher meine These, wir werden sehen, dass diese Kommerzialisierung der großen Internetkonzerne fortschreitet. Und da ist dann die Frage, kommt es wirklich zu neuen Vergemeinschaftungen? Ich glaube, nur in Teilbereichen. Und deshalb plädiere ich sehr stark dafür, ob wir uns nicht gemeinwohlorientierte Projekte überlegen könnten, die man auch auf einer digitalen Plattform entwickeln könnte. Ich bin da auch in Gesprächen mit Kollegen. Es gibt ein Projekt, das habe ich da auch erwähnt, Sonate. Sonate ist soziale Nachbarschaft und Technik. Das sind Projekte, vereinfacht gesagt, denen es darum geht. Sie sagen, es gibt diese Ansätze, ich habe es geschildert, Google, nebenan.de, und es gibt noch viele weitere Ansätze, aber die sind weitgehend kommerzialisiert. Warum nutzen wir nicht diese Möglichkeit, die wir durch das Internet haben, um auch eine neue, gemeinwohlorientierte Plattform zu entwickeln? Und die haben das, ist ein Projekt auch unterstützt von der Bundesebene. Sie wollen versuchen, das genossenschaftlich zu organisieren. Genossenschaften sind jenseits von Markt und Staat. Sie sind unterliegen eben nicht, ich kann kein Geld mit Genossenschaften verdienen, sondern das Geld, was verdient wird, wird wieder in die Genossenschaft reingesteckt. Also sie sind nicht eben wie Google an der Börse gehandelt, sozusagen, und ich kann Milliarden damit verdienen. Sie sind auch nicht so stark staatlich reguliert, dass der Staat es machen könnte. Wobei ich persönlich sage, die Hoffnung, dass der Staat diese Probleme in den Griff bekommt, habe ich aufgegeben. Ich glaube erstens, dass der deutsche Staat das weitgehend bislang verschlafen hat. Und ich glaube auch nicht, dass man über bürokratische Regulierung
die Dinge in den Griff bekommen kann. Und wenn ich das mir anschaue, auch wenn die Internetleute aus den USA in Deutschland sind, ich sehe doch eigentlich, wenn die zurück in die USA fliegen, eigentlich immer so ein lächelndes Gesicht, so in dem Sinne, jetzt haben wir es den deutschen Politikern mal erklärt, wie die Welt aussieht. Aber richtig ernst nimmt doch keiner eine deutsche Regierung in dem Fall. Und man muss auch sagen, wahrscheinlich zu Recht. Es gibt nur wenige Minister und nur wenige Regierungsmitglieder, die überhaupt dazu in der Lage sind, zu kapieren, um was es geht. Und die Chinesen sind ja noch brutaler. Die würden ja sagen, interessiert uns auch gar nicht, was in Deutschland geredet wird. Wir gehen einfach auf die Märkte, wir machen das über den Markt letztendlich. Also von daher glaube ich, dass jenseits von Markt und Staat, das soll übrigens nicht heißen, dass der Staat stärker eingreift. Das habe ich ja eben auch gesagt, die Steuern, um Gottes Willen, soll er gerne tun. Aber ich brauche ja Organisationsmodelle. Ich muss Modelle haben, die ich auf lokaler Ebene. Was nützt es mir denn, dass ich abstrakt sage, der Staat muss es richten? Der kriegt ja noch nicht mal hin, dass überall Internet in Deutschland auch nicht zu empfangen ist. Soll ich von dem erwarten, dass der Genossenschaften gründet? Wenn ich Kameraden sehe in den Verwaltungen, sollen die jetzt Genossenschaften gründen, die jetzt schon kaum ihren Aufgaben nachkommen, weil sie angeblich überarbeitet sind? Also von daher, glaube ich, müssen wir neue Formen finden. Und da wären Genossenschaft eine Möglichkeit. Und ich glaube, wir müssen uns mal anschauen, in den USA läuft eine Debatte zu Platform Corporativism. Scholz ist ein Ökonom in den USA, können Sie auch im Internet finden, der sich mit dem Thema seit Jahren beschäftigt. In Deutschland gibt es da ein paar kleinere Debatten zu. Bislang ist dieses aber in Deutschland unterentwickelt. Und deshalb habe ich eben auch so über den Staat gesprochen, weil Sonate wird betrieben von einem Kollegen von mir, Professor Klee aus Freiburg, der sagt, die Deutschen reden nur darüber, die Kommunen kommen nicht in die Gänge. Die Kommunen schaffen es nicht, solche Modelle zu unterstützen. Und das führt insgesamt eben dazu, dass wir im Grunde genommen zurzeit eher das Problem haben, dass die großen Internetkonzerne sich immer mehr Geschäftsfelder sozusagen aufgreifen. Auch die medizinischen Daten, die haben ja Millionen von Daten inzwischen, auch gerade bei Google bzw. Alphabet, ist ja ausgegründet in die verschiedenen Sparten. Und das wird sich weiterentwickeln. Die Pharmaforschung wird sehr stark dann auch in dem Zusammenhang auch sich dann darauf konzentrieren, was kann ich alles über die neuen Anwendungen im Internet erreichen. Und ich glaube, eine Chance könnte darin bestehen, eine gewisse Hoffnung habe ich jedenfalls, dass wir neue Modelle finden auf lokaler Ebene, dass wir Aktivitäten entwickeln. Aber wohlgemerkt, dieses Projekt Sonate war bislang nicht erfolgreich. Und ich glaube, es gibt hier wahrscheinlich in Münster auch kein Modell, wo es so um genossenschaftliche Organisationsformen geht. Wir haben ein paar Kontakte auch in Niederlande rein, wo solche Überlegungen eine Rolle spielen. Es gibt überall ein paar Aktivisten. Aber warum soll man nicht Formen der Daseinsvorsorge genossenschaftlich stärker organisieren? Ich glaube, aus soziologischer Sicht spricht er sehr viel für, und auch wenn ich mit Informatikern rede, wir haben ja ein neues Institut jetzt für Internetsicherheit bei uns in Bochum, und wenn ich mit den Informatikern rede, die finden das alles spannend, weil die auch sagen, wir wollen gar nicht unbedingt die Wahnsinnskohle damit verdienen, und wir wollen auch nicht nur für Google da sein und andere, sondern wir wollen eigentlich die Lebensqualität der Menschen verbessern. Aber da muss ich Wege finden. Und auf den Staat kann ich mich allein nicht verlassen, dann muss ich aber auch andere Formen finden. Also von daher hoffe ich auch für die nächsten Jahre, dass das ein interessanter Bereich ist. Also Gestaltung der Digitalisierung. Ich habe extra mal ein Zitat rausgenommen. In der Schweiz gibt es eine sehr konkrete Form schon. Das sind Genossenschaften. Da steht es auch schön nochmal drauf, was ich schon gesagt habe. Die sind zwar unternehmerisch tätig, das glaube ich auch. Ich muss ein bisschen Leute haben, die so ein Feeling dafür haben. Ne? Also das brauche ich. Aber sie sind eben vor Akquisitionen geschützt und sie sind ihren Mitgliedern verpflichtet. Und deshalb ist dieses Modell ein Mitglied, eine Stimme, durch und durch demokratisches Prinzip. Und einer heißt Hafen, das ist ein, können Sie auch im Netz nachgucken, das ist ein Internetaktivist, der ist dort von Hause her Informatiker, war dann Mediziner auch. Es sind ja oft so Leute, die sozusagen verschiedene Berufe nachgehen. Ja, das war jetzt am Stück sozusagen am Schluss nochmal die Hoffnung, die ich ausgedrückt habe, dass nicht alles sozusagen kommerzialisiert wird, nicht alles in Richtung Vereinsamung geht, sondern dass es Gegenmodelle geben kann und dass wir, glaube ich, alle daran mitarbeiten sollten, dass wir in den nächsten Jahren stärker darüber kommunizieren. Natürlich auch schauen, wie sich nebenan die Ehe und solche Formen entwickeln, wie sich auch die Ärzte vielleicht öffnen gegenüber solchen telemedizinischen Bereichen. Ich glaube, dass da einiges in den nächsten Jahren passieren wird. Aber wohlgemerkt, diese grundlegende Frage nach der Gestaltung der Digitalisierung sollten wir sehr ernst nehmen. Ja, und damit höre ich auf. Wir sind schon zu lange geredet. Schönen Dank. Vielen Dank für den engagierten Vortrag. Gibt es Fragen? Oder durch zu einer
Ich glaube, ohne Gestaltung wird es zu mehr Vereinsamung führen. Wenn es nicht gelingt, neue Formen sozusagen von sozialen Organisationen zusammenzuführen, neue Anreizstrukturen zu schaffen, wird die Vereinzelung in dem Sinne nicht unbedingt eine Vereinzelung in Richtung der Individuen, sondern eben diese Sonderwelten, dass die sich weiter ausdehnen. Die Sorge hätte ich, ja. Vielleicht habe ich Sachen überzogen, kritisieren Sie mich da, also Gottes Willen nicht. Ich neige dazu, manchmal auch Sachen vielleicht ein bisschen zu sehr dann zuzuspitzen. Ich habe die nächste Frage. du hattest gesagt, dass die Parteien große Probleme haben. Ist das ein Problem von Parteien als Parteien? Oder ist das vielleicht ein Problem der demografischen Struktur der Mitglieder? Ja, Parteien in dem Sinne bekommen Probleme einerseits. Das beste Beispiel ist Frankreich, wo dann ja auch En Marche, eine Bewegung da war, die dann gegründet wurde, weil die Parteien nicht mehr dazu in der Lage waren. Die Parteien werden mehr und mehr, danke, delegitimiert. Das ist das Problem. Wir sind in Deutschland daran gewöhnt, dass wir Parteien über Jahrzehnte hatten, die eben sich als Volkspartei noch darstellen konnten. Und wenn das nicht mehr gelingt, dann ist die sozusagen Legitimationsfrage gestellt. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie das weitergeht, wenn ich jetzt sehe, dass wir in Ostdeutschland im nächsten Jahr Wahlen haben und wahrscheinlich die AfD in einzelnen Bundesländern die stärkste Partei wird. Obwohl diese Partei bislang im Bundestag oder in Landtagen also an einer rationalen Gestaltung der Politik nicht mitwirkt. Und trotzdem wählen so viele Leute. Also ich glaube, diese Delegitimierung der großen Parteien führt in Deutschland, einem Land, was sehr stark an Sicherheit orientiert ist, zu Verunsicherung und auch zu konflikthaften auch dann Auseinandersetzungen. Also wenn ich mir zurzeit Frankreich anschaue, wo immer, ich habe gesagt, nicht vergleichbar. Aber das hätte auch keiner erwartet, vor allem Herr Macron auch nicht erwartet, was sich da jetzt plötzlich abspielt. Also ich würde das schon ernst nehmen, dass da was zerbröselt, dass sozusagen eine... Also ich spitze das mal zu, wir haben ja in den 70er Jahren in Bielefeld haben wir studiert, damals auch bei Klaus Offe promoviert, der von Habermas kam. Damals haben wir immer über Krisen im Spätkapitalismus diskutiert und Legitimationsprobleme. Heute würde ich sagen, damals haben wir darüber diskutiert und heute haben wir sie. Ne? Und heute wird dem gegenüber kommen, darüber diskutiert, habe ich manchmal das Gefühl. Aber die sind ja real da. Diese Gesellschaft ist ja nach außen stabil, aber wenn Sie reingucken in diese Gesellschaft, sind da so viele sozusagen verschiedene auch soziale Löcher in Anführungszeichen auch mit durchaus unsicheren Ausgang, wo die Leute sich hin entwickeln werden. Ja. Also zu diesem, dass das Ich immer mehr in den Vordergrund tritt. Genau. Ich bin jetzt kein Soziologe, aber was ich zum Beispiel bemerke bei mir selber ist, wenn ich bei YouTube irgendwie drei Katzenvideos anklicke, dann kriege ich nur noch Katzenvideos. Exakt. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mal eine Geschäftsidee hatte und dann gucke ich halt im Internet, es gibt es schon 20 Mal. Also man hat das Gefühl, dass man irgendwie kein Individuum mehr ist, weil egal was man guckt, es gibt es schon, andere machen es. Und das, die Daten sprechen irgendwie auch für sich. Also man stellt halt fest, wenn man Richtung Big Data guckt, dass Menschen halt sehr vorhersagbar sind, weil halt auch echt Menschen ziemlich gleich sind, also in dem ja. Wie sie halt ticken. Daher wäre meine Frage, ist das vielleicht so eine Art Antireaktion, dass man halt dem so instinktiv irgendwie entgegenwirken will und keine Ahnung, absichtlich anders sein will oder so? Keine Ahnung. Also ich glaube, was Sie ansprechen, ist wirklich ein Punkt, gut, dass Sie nochmal ansprechen. Wir haben nämlich auf der einen Seite diese Individualisierung mit den Sonderwelten. Und da habe ich gesagt, die Algorithmen werden immer besser. Das sehe ich ja dran an den Diktiersystemen. Ne? Die Diktiersysteme am Anfang waren nicht schlecht. Heute haben die sich so weit sozusagen entwickelt. Ne? Gibt schon Kollegen, die sagen, im Gegensatz zu Sekretären lernen diese Systeme so, dass sie unheimlich gut sozusagen dann, auch wenn sie das Diktieren, auch alles wiedergeben. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich sowas wie eine Vermassung. Da bin ich sofort bei Ihnen. Ich kann also anhand weniger Indikatoren eigentlich sagen, welche Präferenzen Leute haben. Ich mache das in der Vorlesung immer an dem Beispiel mit dem Quiz. Wie heißt das nochmal von Günter Jauch, das Quiz? Wer wird Millionär? Das gibt es weltweit. Weltweit. Und das ist jeweils nur angepasst auf die Kultur. Das heißt, Sie können, das sehen Sie auch bei Spotify, bei anderen, Sie können mit wenigen Punkten sozusagen bestimmen, wie sozusagen sich Leute entwickeln. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich eben diese Individualisierung, dass jeder natürlich in einem Maße in sich reingucken kann, Vitaldaten ständig reproduzieren kann. Das war früher undenkbar. Also von da aus habe ich beides. Ich habe sozusagen eine Vermassung auf der einen Seite, auch gerade der Kulturen, das ist auch ein Problem. Wie soll in solch einer Kultur auf Dauer eine kreative Kunst überhaupt noch eine Chance haben?
wenn ich im Grunde immer in diese Sonderwelten reingeführt werde und dann wird gesagt, das gibt es schon, das gibt es schon. Das ist ja auch ein Problem, was dahinter steht, dass Kreativität auch damit zerstört werden kann. Andererseits gibt es da natürlich die Möglichkeit, wie ich schon sagte, ich kann natürlich auch individuell Musik machen. Jeder kann sich als Künstler hinstellen, kann natürlich Bilder ins Netz stellen. Das sind auch Möglichkeiten, die ich früher gar nicht hatte. Aber Sie sehen daran ambivalent und wenn man ehrlich ist, es gibt wenig empirische Forschung. Wenig empirische Forschung, dass wir klare Aussagen machen können, auch bei Big Data. Was ich höre, ist, dass amerikanische Konzerne, dass die Milliarden reingehen wollen, übrigens auch chinesische Konzerne, in die soziologische Erforschung. Nur bis dann gibt es kaum Leute, die das adäquat können. Ich muss da mit Big Data nämlich umgehen. Ich kenne ein Institut in Deutschland, die jetzt eine eigene Big Data-Abteilung gegründet haben. Aber da muss ich erstmal Geld reinstecken, um diese ganzen Analysen, weil ich kann da mit unseren alten klassischen Methoden auch nicht allzu viel ausrichten. Aber das ist ein Gebiet, was im nächsten Jahr wachsen wird. Ja, für mich wäre die Frage, ob wir, oder das ist eigentlich, kann man das nicht beantworten, aber wir bräuchten eine bessere Technikfolgenabschätzung. Und die ist aber gleichzeitig in einem so dynamischen Markt quasi unmöglich, weil, also, ist ja auch von Schumpeter dieses Prinzip der kreativen Zerstörung. Genau. Den Markt für analoge Filmkameras. Und genau. So trifft das ja auf zigtausend Gebieten durch die Digitalisierung. Also ist ja quasi so ein Kampf, wo man sagt, was kann eigentlich nicht, welcher Service kann nicht digitalisiert werden. Und gleichzeitig braucht man dann Regularien, die sich dem entgegenstellen. Und jeder Text von Industrie 4.0 hat angefangen mit dem gleichen Vorwort. So, wir haben Airbnb, der größte Hotelanbieter, der aber keine einzige Immobilie hat. Genau. Uber, das größte Taxiunternehmen der Welt, hat noch nicht mal einen Fuhrpark. Und genau. Dann brauchen wir halt so ein Regulativ. Und dann ist das Problem, dass Uber kommt dann erstmal auf den deutschen Markt, ist ja dann unreguliert auch erstmal aufgetreten. Dann frage ich mich eben, so ein Taxiunternehmer, der muss sein Auto jedes Jahr zum TÜV bringen, der muss eine Fahrlizenz machen etc., muss der Uber-Fahrer nicht. Dann wird es irgendwann reguliert und ist nicht mehr erlaubt, aber teilweise denkt man einfach oder ist in den Erwartungen der Leute, dass sie sagen, man kann es eh nicht überregulieren und da hat die Politik auch keine Macht mehr. Genau. Man sagt so, das kommt über den Markt und dann ist es da. Und dann im Zweifel sind die dann auch so groß, dass sie die Politik beeinflussen in ihrem Sinne. Deswegen ist quasi sowas in einem so hochdynamischen Markt eine Technikfolgeabschätzung eigentlich nicht möglich. Silicon Valley hat sich vor allem auch sehr bewusst genau darüber, was du sagst, weil Peter Thiel hat letztens ganz kaltschnäuzig im Interview gesagt, dass er ganz genau weiß, die können machen, was sie wollen. Bevor die Politik eingreift, sind die schon lange mit ihren Produkten. Genau das ist es. Und Peter Thiel ist ja einer der bekanntesten Leute, ein Deutscher sozusagen, der als einer der wenigen sich da sehr gut auskennt. Ich glaube auch, dass die in vielen Bereichen eben in der Beziehung nicht kontrollierbar sind, weil sie schon weiter sind. Ich glaube aber, die größte Gefahr sehe ich zurzeit eher durch die chinesischen Anbieter, weil die von unserer Seite gar nicht kontrolliert werden können. Weil bei den Amerikanern kann ich noch ein bisschen was versuchen, vielleicht auch. Ich habe auch noch eine Kultur von Wissenschaft. Also wer in Stanford war, das ist ja eine ordentliche Uni, die ist ja auch gar nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Ne? Also da gibt es ja auch Leute, mit denen man diskutieren kann. Ein Kollege von mir war jetzt in China, der soll da so eine Gastprofessur wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn der eine Vorlesung macht, hat sich jetzt geweigert. Das Wort Menschenrechte darf ich in China nicht verwenden. Das sagen die ihnen knallhart, auch wenn sie Soziologie lehren, das Wort Menschenrechte dürfen sie nicht verwenden. So, und das Gleiche gilt dann ja auch für die Unternehmen. Ich blicke doch gar nicht durch, was wir kennen diese Unternehmen, sind ja auch alle jetzt an Börsen, ob das Alibaba ist, Tencent ist, Baidu ist und wie die alle heißen. Die sind ja alle hier hoch notiert, aber wer durchblickt die denn und wer kann da überhaupt sagen, was die schon machen, auch mit künstlicher Intelligenz? Dann taucht jetzt plötzlich auf, ja, die haben Erbgut doch jetzt schon verwandt und künstlich sozusagen Menschen produziert. Plötzlich ist dieser Forscher verschwunden, jetzt seit ein paar Wochen. Ja, ja, also ich will nur sagen, das sind ja Gefahren, die auf uns zukommen und die sind inzwischen nicht mehr kontrollierbar, weil der sich auch ausgedehnt hat. Ich habe ja gesagt, Beispiel nur Türkei und es sind ja andere Länder, wo die Chinesen sehr stark auch jetzt schon auf dem Markt sind. Ich glaube nur, um das, was Sie sagen, wir müssen aber ran an diese Big Data Analysen und wir müssen Wege finden, ein Stück weit auch zu versuchen, vielleicht auch mit solchen Genossenschaftslösungen. Also was die Schweizer ja so überlegen ist, zum Beispiel, ich sage jetzt mal einen Bereich, für Pharmakonzerne ist es unheimlich wichtig, die klassischen großen Medikamenten, auch die Medikamentenlinien sind ausgereizt.
es gibt nicht mehr viel Neues in dem Feld. Also bei Krebs gibt es noch einiges Neues, aber Herz-Kreislauf-Mittel sind weitgehend ausgereizt. Das heißt, die suchen dringend auch nach neuen sozusagen Medikamenten. Die kann ich vielleicht durch Big-Data-Analysen bekommen. Und wenn ich dann Daten genossenschaftlich anbiete, so stelle ich mir es ja vor, dass sich Leute zusammentun, große Versicherungen, dass wir sagen, da sind dann zum Beispiel, ich sag mal, 10 Millionen Versicherte, die geben die Daten in eine Genossenschaft. Und dann verhandelt diese Genossenschaft mit Pharmaunternehmen, welche Daten werden rausgegeben. Und dann werden nur die rausgegeben, die auch wirklich dazu dienen, zum Beispiel neue Mittel im Bereich Herz-Kreislauf oder sonst wie zu haben. Das wäre so die Grundüberlegung, die dahinter steht. Ich halte die für vernünftig. Aber die müssen wir auch umsetzen. Vor allen Dingen müssen natürlich auch die Informatiker sich einlassen auf diese Diskussion. Das ist der Punkt. Das ist kein technisches, aber ich glaube, es wäre sozusagen auch für die Aufmerksamkeit, die in der Öffentlichkeit in diese Richtung geht, auch für die Informatiker gut. Es werden jetzt ja überall auch die Institute gegründet. Wir bekommen es ja auch in Bochum. Nur ich habe das Gefühl, die Informatiker, meine Kollegen dort, die kriegen so viele Forschungsaufträge, die wissen jetzt schon gar nicht, wie sie das Geld ausgeben sollen. Also von da aus haben die nicht die Sorge, neue Projekte zu bekommen. Also das ist ein Bereich, der so in den letzten Jahren gewachsen ist. Aber wir Soziologen müssen uns dem stellen. Wir neigen dazu natürlich, nicht die Gestaltungsprinzipien zu sehen, sondern die Warnung. Nur ich habe irgendwann auch keine Lust, immer nur zu warnen. Ne? Also wenn ich sehe auch, dass diese Warnungen auch nicht beachtet werden im Grunde genommen, und die Politik dann hinterherläuft. Aber nicht zu lange, ich habe schon zu lange geredet. Noch mehr Fragen? Dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal und Rolf Bierhansen.